Johoho, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Tomb Raider. Ja, für euch wie für mich ist es ja jetzt eine Weile her, seit ich das letzte Mal was aufgenommen habe. Da dürfte locker eine Woche gewesen sein. Und ich muss mir erstmal ins Gedächtnis rufen, was wir alles gemacht haben. Aber ich glaube, ich weiß es noch, wir haben da unten den Typen da, wie auch immer der heißt. Den haben wir getroffen, ne? Keine Ahnung, wie der heißt. Ist ja auch sicherlich nicht wichtig. Und ja. Und wir haben den Enterhack bekommen und müssen jetzt zu diesem Funkturm und da den Notruf absetzen. Genau. Ich habe nichts weiter gesucht. Gut, ich habe ein Dokument gefunden, aber naja. Oh. Nein, nicht. Was? Nicht. Hier oben ist niemand. So weit rauf schafft's niemand. Was? Nein, wir warten den Sturm ab. Alles klar. Okay. Bleiben. Gehen wir rein. Genau, geht rein und nervt mich nicht. Genau, warum nicht? Wofür sie ihn wohl benutzen? Okay, wir wissen, da ist einer drin. Da sollte aber kein Problem sein. Und da haben wir zwei Typen. Aber die, wir sehen es ja, die können uns sehen. War wohl nicht ganz so gut. Ich habe sowieso vieles vom Kampfsystem wieder verlernt. Ja, also wundert euch nicht, wenn ich jetzt fehle. Ich habe über eine Woche nicht mehr gespielt und deswegen habe ich keinerlei Übung mehr. Ja. Man mag es mir nachsehen. Okay. So. Ich denke, ich gehe hoch, sobald. Ich wollte mich eigentlich an den Rand schleichen und ihn dann lautlos töten, aber das hat wohl nicht so toll geklappt. Wie gesagt, ich habe jetzt eine ganze Zeit lang nicht mehr Tomb Raider gespielt. Man mag es mir nachsehen und die Tomb Raider-Steuerung ist ja auch nicht ganz so easy. Wie mache ich das am klügsten? Oh, ich glaube, ich weiß. Moment. Bogen. Auf die Laterne. Und es soll Feuer regnen. Der ist weg. Und der ist weg. So. Ist ja so ein, das Ganze doch schon viel cooler. Findet ihr nicht auch? So lief das doch endlich. Hüpfen wir mal rüber zu dem. Gucken, was der für uns hat. Ein bisschen Bergungsgut. Hier übrigens auch nochmal. Und da ist eine Notiz. Deswegen bin ich mal kurz still. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar. Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet.
So, dann will ich aber erstmal was kurz in der Spieloption nachprüfen. Wie laut hatte ich es jetzt noch gleichgestellt? Musiklautstärke, SFX und Dialog. Ich stelle mal generell das Ganze ein bisschen höher wieder. Weil ihr wollt ja sicherlich auch was von den Dialogen hören. Und nicht extra dafür die Boxen hochstellen müssen. Wäre nicht so ratsam. Bisschen was nicht so vorteilhaft. So. Na, jetzt gehen wir nochmal zu den beiden da vorne hin, die wir ja gebraten haben. Der hatte ein bisschen Bergungsgut und der andere. Ach ja, der liegt hier. So, und jetzt hole ich mir ein schönes, leckeres Chicken Nugget. So, heute gibt es Hähnchensenkel oder Chicken Nuggets. Könnt ihr aussuchen. So, neuen Bergungsgut. Man muss nehmen, was man kriegt, wa? Und hier haben wir ein Geocage. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe beileibe nicht alles gefunden hier und an anderen Stellen. Hier sieht es so aus, als wäre hier was. Genau. Ich glaube, ich hätte da nochmal gedrückt halten sollen. Hep! Ups. Alla. Da gehen wir baden. Zum Glück ist das nicht schlimm. Okay, gucken wir uns hier nochmal um. Na? Ach so, Pfeile. Habe es eben nicht gesehen im Schatten. Danke, Blitz. Du bringst mir Licht. Ich bringe jetzt erstmal hier lang. So. Meine Frage wäre einfach mal, ja, was haltet ihr so von dem Spiel? Gefällt es euch? Also vom Zusehen? Oder habt ihr es bereits geholt? Oder habt ihr es schon durch? Solltet ihr es durch haben, dann bitte nicht spoilern. Ich will nicht wissen, was noch kommt. Aber das dürfte ja wohl logisch sein. So, da will ich irgendwie rüber. Ich will es aber zuallererst hier hoch. Hier geht nicht. Doch, hier ging es. Hier hochklettern. Ich dachte erst, es ginge nicht so hoch. Und damit haben wir eine Statulle gefunden. Eine Art Mörser und Stößel. Mhm. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Mhm. Und hier können wir zusätzliche Informationen bekommen. Gucken wir mal. Mit der rechten Maustaste geht das ja. Gibt es hier irgendwo noch Hinweise? Nee? Keine? Hier oben vielleicht? Unten im Mörser befinden sich kleine Knochenfragmente. Hoffentlich von Tieren. Seht ihr die? Unten drin, oder? Keine Ahnung. Ich sehe sie gerade nicht. Die Knochenfragmente. Aber egal, wir haben die Zusatzinfo auch gefunden. Das freut mich. So. Ah ja, da haben wir eine... eine mögliche Lichtquelle. Steht da oben... Nee, keine Wache. Ich wollte schon sagen. Yep. Gut, ich glaube, ich weiß, was wir hier am besten machen. Jetzt passt immer auf. Nee. Hier entzünden wir erstmal eine Fackel. Dann zünden wir das hier an. Und holen uns, was da rauskommt. Sehr schön. Das bringen wir einmal zurück. Klettern hier lang. Entzünden hier einmal diese Statue. Und dann bringen wir hier rüber. Und naja, das sollte nicht zu viel Schaden machen. Ach, nee. Ich dachte, ich müsste da unten ins
springen, aber Glück gehabt. So. Und jetzt lasse ich mich fallen. Mit. Na, wie war das noch gleich? Nicht Leertaste. Ja, ja. Ich hab's lange nicht mehr gespielt. So. Das entzünden. Und zack. Bergen. Ui. Sind wir wohl noch ein Stück runtergefallen? Okay. Blöd. Muss jetzt wieder ganz nach oben klettern? Och, nee, oder? Doof. Immerhin kann ich hier vorsichtig runterklettern. Nee, Quatsch. Hier geht's ja hoch. Da. Wieso habe ich das nicht gesehen, hä? Na doch. Okay. Wieder da. Wo wir hinwollen. Moment. Das da vorne, das sieht mir gerade ein bisschen verdächtig aus. Okay, das ist einfach nur ein Wasserfall. Ich dachte jetzt in irgendwas Geheimnisse, aber naja. So, ich will übrigens nochmal klar sagen, es wird sicherlich kein 100% waren. Ich werde versuchen, so viel zu finden wie möglich. Aber vor allem geht es mir um die Story, um das Erlebnis bei diesem LP. Und deswegen Vorrang. Oh, oh. Vorrang Story. Die Secrets sind zwar. Aha! Hast du dich verraten, kleines blinke Ding? Ein Geocache wahrscheinlich? So. Findest du, dass man sich beim Springen noch ein bisschen lenken kann? Und dass allgemein Miss Croft sehr gelenkig ist. Einfach ein Riesenvorteil. Oh, hep. Hier könnte ich jetzt unbedingt nochmal. Wieso nicht? Hep. Gut, das hat zum Glück keinen Zahn, oder? So. Ach so. Wenn ich sie hochbringe, ist die Fackel aus. Wir müssen also einen Weg finden. Die Fackel. Um es halt nach oben zu bekommen. Außer, wenn es hier oben noch eine Lichtquelle gibt. Ist mal ein bisschen Knobelei angesagt. Gucken wir mal. Nein. Ich will da nichts runterfallen. Nee, hier muss ich mich ja festhalten. Außer. Ich probiere mal kurz was. Es kann ja nichts Schlimmes passieren. Nein, ich muss mich wirklich festhalten. Ja, jetzt sind wir wieder hier unten. Zum Glück ist ganz unten. Also, schlimm ist das jetzt nicht, der Sturz. Hätte schlimmer sein können. So. Hier hin. Dahin. Okay. Also, ich wollte versuchen, ob man da eventuell abspringen kann. Geht aber nicht. So. Das ist auch irgendwie. Ich dachte erst, das wären Statuen, die man anzünden kann, aber nein. Nein. Wir wollen vorsichtig bleiben. Ich werde noch nicht rumballern, ohne zu wissen, ob hier nicht vielleicht noch ein paar Typen umhängen. Oh. Nein. Ein Absturz ist jetzt nicht gestattet. Das wäre voll ungesund und so. Voll nicht Knorke.
Wir werden aus einem irgendeinem bestimmten Grund in diese Richtung. Yay! Ah. Brücke AD. Lara, bist du da? Ah. Reyes, wo bist du? Hast du es neuer Punkt. Eine neue Stufe. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Alles klar. Bitte! Das muss alles nicht sein! Doch, doch, muss schon. Aua! Krieg dich? Mist. Die mit ihren Molotow-Cocktails nerven. Ach, glaubst du? Hab ich ihn? Zum Glück. Ja, genau. Sieht man ja, wie es ihm gehört. Okay, komm raus. Zeig dich. Hab ihn. Und auch glatt mit dem Kopfschuss. So, wie es sich das gehört. Waffenmodifizierung verfügbar. Puh, okay. Von dem nimmt man auch noch was. Dann entzünde ich erstmal die Fackel schön. Zünde das hier an, wie sich das gehört. Krach. Sammel. Okay. Und rein geht's. Was erwartet uns hier? Enge Gänge. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Deswegen werde ich erstmal die Fackel ausmachen. Ah, sehr schön, ein neues Lager. Okay. Ruh dich kurz aus, Lara. Okay, wollen wir uns nochmal die Videokamera ansehen? Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Dach an. Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia, meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Tja. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Und in dem einen Fall von 10 hast du mäßige Kopfschmerzen, was? Gut. Aha. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. So. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Idiot. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Nein, du bist ein Volltrottel. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. Fisch. James Whitman. Ich kann auch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur es. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen.
Nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Und diesmal... Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Also, Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt, das war mein erster Fund. Ja. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay, das war jetzt ziemlich viel Sequenz. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zielen auf dich. So, ich werde den nächsten Fähigkeitspunkt und das nächste Upgrade erst aber in der nächsten Folge durchführen, weil die Sequenzen waren jetzt noch ein bisschen lang und deswegen habe ich ein bisschen überzogen. Deswegen sage ich mal ganz schnell, bevor ich noch viel zu viel übersehe. Ich bin Sarah von LP. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Tomb Raider. Bis dahin, Leute. Ciao.